Willkommen zurück bei Frisbee Golf in Wii Sports Resort. Wer letztes Mal den Part gesehen hat, weiß, dass wir beim Dreilochspiel eine Spezialding freigeschalten haben. Die hier. Die interessiert uns heute nicht, die kommt in einen Spezialpart dran. Nein, heute geht es darum, dass wir alle Löcher in einem spielen. Wir haben bis jetzt jedes Loch schon zweimal gespielt. Jetzt kommen alle noch einmal ein drittes Mal. Ich kann euch nicht garantieren, wie lang das Ganze wird. Ihr seht es eh unten, wie lang das ganze Ding dauert. Ich nehme jetzt mal als Schätzungen an, dass es 20 bis 30 Minuten dauern wird. Außer ich raste zu oft aus, dann zieht sich das Ganze auf 40 Minuten hin. Also ihr wisst, was euch erwartet. Ich meine, ihr habt ja eh gesehen, was da passiert ist bei den 3x3-Loch-Spielen. Wie ich da gequält worden bin und wie ich ausgerastet bin. Und was passiert erst jetzt hier, wenn ich alle auf einmal spiele? Das tut meine Nerven nicht gut. Ich kann nicht garantieren, ob es mein Mikrofon hier nachher noch gut geht oder ob es ins Krankenhaus muss, aber ja. Ihr werdet lachen. Mir und meinem Mikro geht's nicht gut. Und was war das gerade für ein Dreckschuss? Der rutscht einfach am Ding weiter. Ja, der sieht gut aus, der sieht gut aus, der sieht gut aus. Komm, flieg rein. Lol. Ist ja schön. Hätten wir vorher schon machen können. Nur, dass sich eine gewisse Disc entschieden hat, am Boden weiter zu rollen, anstatt irgendwas anderes. So. Kleine Chance jetzt, dass ich da Ass mach. Wow, ich finde heute die Worte irgendwie nicht. Komm! Fuck it. Ging daneben, aber egal. Ich schieße eh immer darüber, was will ich eigentlich? Solange nicht ins Outfield, ist mir egal. So, wie weit ist entfernt? 36. Es ist zwar windstill, trotzdem werde ich die Kleine nehmen, weil die geht rein. Ich sag's ja, mein Mikro wird's heute nicht mehr gut gehen. Das muss heute auf jeden Fall in die OP. Alter, als ob diese 0,8 Meter, was überhaupt nicht mal sind, ich meine, wenn das 0,8 Meter sind, wie groß ist da mein Mi bitte? Das müsste um die 4 Meter groß sein. Alter, das ist Mobbing. Es geht schon wieder los. Auf die 0, da hätte ich scheißen können. Okay, 0,8. Wie gesagt, das sind niemals 0,8. Auf den 10 Zentimeter scheiße ich. So, egal. Hättet ihr jetzt gezählt, wäre ich ausgezuckt. Hättet ihr mir glauben können. Wo schieße ich hin? Wo schieße ich hin? Noch dazu, dass dieser scheiß Wind jetzt gerade darüber weht am Strand. Das nicht so schön ist. Er ist im Safe im... Ja klar, er landet direkt im Bunker. Scheiß drauf. Immerhin, er landet nicht im Auto, das ist wichtig. Aber der ist jetzt gut. Der ist sehr gut. Nice. 196, das ist jetzt meine absolute Chance, dass ich ihn ganz schön nah bringe. Was ich natürlich nicht mache. Ist ja logisch. Oh, okay, ich nehm's zurück. 57, das ist schön, das ist schön, ja. Lebensziel ist es noch nicht, aber immerhin ist es schön. Der ist gut. Wie nah ist er? Willst du mich komplett verarschen? Ach, komm doch! Hätten die das Feld nicht größer machen können? Immerhin, Par. Die ersten drei Löcher sind überstanden. Na, damit fehlen noch 15. Ihr merkt, ich habe überhaupt keine Freude an dem. Ich bin auch froh, wenn wir im nächsten Part auf Bogenschießen gehen, weil da verliere ich nicht meine Nerven. Oder doch, keine Ahnung. Kommt drauf an, wie. Aber das nimmt mich hier wirklich extrem durch. Das sind 10 Yards. Und das vorher sind 0,8. Das kommt jetzt überhaupt nicht hin mit der Rechnung. Na, immerhin. Immerhin was Gutes. Ach. Meine Stimmbänder. Die tun noch vom letzten Mal weh. Und jetzt das. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber... Wie gesagt. Heute gibt's einiges an nicht so guten Sachen.
Aber der erste Schuss ging gut. Ich hoffe, vielleicht bleibe ich auch im Minus. Da würde ich mich extrem freuen. Da gehe ich mit einem guten Humor, den ich damals im ersten Part, glaube ich, hatte, weil da merkt man eindeutig, dass ich mehr Spaß am Ganzen hatte. Dann gehe ich mit einem guten Humor ins Bogenschießen rein. Das wäre Geschichte. Ja, das wäre wirklich wundervoll. Nein. Nein. Könntest du nicht rausspringen, du scheiß Disk da? Die hätte doch raufspringen können. Okay, jetzt geht es plus leider. Außer ich mache jetzt so einen Skill-Shot und schieße ihn rein. Was ich mir nicht vorstellen kann, weil der Wind, der hat was. Ja. Wäre der Wind nicht, dann wäre sie vielleicht reingegangen. Aber nein, der Wind mag mich ja nicht. Aber jetzt, komm. Ich hatte jetzt gerade irgendwie Bedenken, dass die wieder so 0,1 Meter vor der Scheiße liegen bleibt. So, jetzt sind wir auf Wedge Island. Das sieht man da hinten an dem Nadelfelsen und daneben ist das Hotel. Also, das ist jetzt so ein Loch, was von Wedge Island stammt. Von Wii Sports jetzt selber generiert. Es gibt ja noch diese Löcher, die sind von Wii Sports. Da gab's Woohoo Island noch gar nicht. Virtuell. Das ist ja von Nintendo sowieso geil gemacht. Die haben wirklich, also Woohoo Island ist eindeutig, wenn ich ehrlich bin, mein Lieblingsding. Also meine virtuelle Lieblingswelt. Ich meine, man kann frei herumfliegen, was mich schon freut. Aber das absolut geilste an Woohoo Island ist, also ich wollte die ja immer schon mal erkunden, nicht am Flugzeug, sondern anders. Und das hat mir Wii Fit Plus ermöglicht. Da gibt es nämlich dieses Ding, da muss man eine Stunde, glaube ich, oder eine halbe Stunde, kann man da frei herumfahren. Ja, wer das Spiel hat, weiß es eh. Oder wer es zumindest freigeschalten hat. Und, ach komm, der war drin. Der hätte reingehen können. Egal, kurz zum Thema. Also, bei Wii Fit Plus oder Wii Fit U, keine Ahnung, wie man es nimmt, kann man mit dem Rad frei herumfahren, wenn man es freigeschalten hat. Und das 30 Minuten. Und das ist eigentlich die Sache, die ich am meisten liebe. Wenn man auf dieser geilen Insel einfach frei herumfahren kann. Jetzt müssten sie das nur noch mehr auf Wedge Island einführen, dass man sich auf Wedge Island frei bewegen kann. Das könnten die bei einem neuen Wii Sports Resort mal einführen, wirklich. Das wäre sogar geil, wirklich. Also, wenn man da einfach mal joggen könnte, und zwar frei. Beziehungsweise, was mir jetzt am meisten gefallen würde, das könnte auch Nintendo mal machen, und zwar einfach mal, dass man diese Position wird mich jetzt an den Rand der Verzweiflung befördern. Alter, warum schieße ich überhaupt? Das ist Mobbing, Mann! Alter, erstens, wie kann ein Baum so breit sein? Und zweitens, wie bist du da? Ja, okay, ich hab's geschafft, jetzt vorbeizuschießen. Trotzdem, viel gebracht hat es mir nichts. So, komm, und jetzt was geil. Bitte lang. Wärst du ein bisschen weiter geflogen, wärst du oben geblieben. Und ich wäre jetzt nicht bei Wurf 6 und am Arsch der Welt. Mir ist egal, ich schieße es mit der Ding da. Immerhin ist die oben. Was, ich wollte mal noch zum Thema zurück. Ah ja, stimmt. Anstatt, dass die einfach so eine Levelauswahl machen, okay, Sportartenauswahl machen, für die Sportarten, könnten sie das eigentlich ja so machen, dass man sich frei bewegen könnte auf Woohoo Island. Also, dass man zu den Sportarten hingehen muss, dass man beim Hafen zum Beispiel weitergehen kann, so, also auf Wedge Island zum Golfen, oder dass sie da irgendwie einen Story-Modus einführen und... What the fuck, das war grad knapp. Der war jetzt ziemlich knapp. Also, dass sie einfach mal bei Ding einen Story-Modus einführen. Das wäre wirklich das Beste, was sie machen könnten. Weil... Willst du mich grafisch gerade verarschen, du Scheißspiel? Der war niemals im Leben da unten. Aber jetzt komm. Der ist drin. Nicht. 2,6 Meter, das ist ja wieder mal typisch.
Nein, jetzt wirklich. Also Story-Modus in Ding, wo man einfach Missionen hingehen muss. Zum Beispiel auf einmal kommt die Mission, da ist irgendwo ein Mii verloren gegangen auf Witch Island und du musst es finden. Oder es ist zum Beispiel irgendwie ein Event beim Leuchtturm. Das wäre eigentlich geil zu programmieren. Und das würde mir auf jeden Fall viel Spaß machen. Auf einmal kommt da so ein. Und der Online-Modus, der fehlt auf Wii Sports. Der fehlt. Zum Beispiel einfach mal in der Stadt so ein Online-Modus-Ding berühren. Ah, berühren. einführen, nicht berühren. Also ich wäre voll dafür. Oder Herausforderungen. Auf einmal kommt da so ein Geist. Okay, Geist, blöd gesagt jetzt. Das wäre von Mario kopiert. Naja, auf einmal kommt da so ein Ding her, so ein. Na. Na. So ein Herausforderer, der hat dich beobachtet, den Chatbot fahren beispielsweise und will dich jetzt herausfordern. Könnte man geil umsetzen und dann muss man eine gewisse Strecke fahren. Also das könnte Nintendo wirklich mal einführen. Ich weiß nicht, ob es schon gibt. Ob es so einen Story-Modus gibt, beziehungsweise ob es einen Online-Modus gibt. Ich wäre voll dafür. Bin froh, dass der jetzt da oben gelandet ist. Ich wäre vielleicht noch ausgerastet, wenn der jetzt im Wasser wäre. Ja, könnt ihr eure Me Walter! Scheißdreck. Was soll ich sagen? Naja, ihr könnt mal eure Meinung dazu sagen. Ich weiß nicht, ihr könnt. Sagt mir einfach mal, gibt's so ein Ding schon? Wenn nicht, könnt ihr eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Was würdet ihr von so einer Idee halten? Ich würde es nicht schlecht finden. Und offenbar haben wir jetzt die erste Hälfte geschafft. Warte, wie lange nehmen wir schon auf? Lol, bei mir steht 12 Minuten. Haha. Okay, wir sind gut in der Zeit. Das kann offenbar doch noch so weit kommen, dass wir weit kommen. Ah, weit kommen. Dass wir unter einer halben Stunde sind. Hui. Auch guter Schuss. Das ist jetzt nicht so ein großes Problem. Da muss man hauptsächlich gerade schießen können. Nicht so wie ein Künstler, der ich immer bin, dass man schief schießt. Sag ich ja, ich schieß schief. Nice! Nice! Birdie! Auf wie viel Minus bin ich eigentlich gerade? Wieso frage ich eigentlich? Wieso? Wenn die Hälfte der Löcher um ist, ist es ja logisch, dass ich im Plus bin. Der ist gut. Nice! Das zweite Mal bei dem Feld! Das zweite Mal bei dem Feld, wo ich ein Ass mache! Wieso das? Nice! Ich bin weg. Ich bin weg vom Plus mal. Also weg nicht, aber ich bin mein. Ich habe wieder 2 Punkte abgebaut. Okay, jetzt mache ich Internatssprache. Ihr müsst nicht wissen, was ich jetzt mit Internatssprache meine. Ein paar Leute wissen es vielleicht. Falscher Disk. So, und jetzt schießen wir in die Bäume und holen uns ein fettes Plus ab, oder? Sag, es ist so, oder? Genau, es ist natürlich so. Und damit sind wir schon wieder am Arsch der Welt. Und wieso freue ich mich eigentlich? Nice! Nice, oder? Ach komm! Ach komm! Sag mir bitte, dass das nicht nice ist. Alter, es ist doch so logisch. Ich habe mir die arschigste Position ausgesucht. Es ist doch nein. Ja, genau, flieg nochmal rüber, oder was? Okay, jetzt hast du dich mal umentschieden. Passt. Wurf 7. Und damit war es mit Ass. Und, ja, genau. Okay, ich glaube, ich bleibe bei der Stimmung jetzt, weil, ich meine, sonst raste ich noch komplett aus. Das ist ja logisch. Ja, genau. Fall ruhig rein. Ja, ist okay. Genau. Bleib ruhig im Baum stecken, ich schieß ruhig wie ein Spatz vom Baum darunter, oder was? Du könntest mich sowas von mal. Und, ja, genau. Das Spiel tut mir nicht gut. Wieso mache ich's denn? Ja, ciao, flieg davon wie ein Vogel, du scheiß Frisbee. Und genau wieder auf dieselbe Position. Na, was ist denn heute los? Einfach, komm, sag ihr Wurf 11, ja bitte. Ich kann doch eh schon aufgeben und scheißen gehen.
Weil ich habe jetzt viermal ins Out geschossen, ich hatte so gute Chancen und jetzt ist es weg. Wetten, der gibt jetzt auf, weil ich so schlecht bin oder was? Ja. Wurf 12, okay, von mir aus quäl mich noch ein bisschen weiter, du scheiß Game. Ja, der Wind geht eh darüber, dass es wieder ins Out geht, oder wie? Naja. Wurf 13, Alter. Wie viel kriege ich denn jetzt? Plus 300 oder wie? 100 pro. Plus 8? Die Sau kann mich mal. Bei plus 12? Wieso war das nicht logisch? Ja genau, und jetzt kommt die Scheiße. Alter, wetten, es geht gleich noch Ärger zur Sache. Ja, leck mich sowas von. Nein, nein. Jetzt geht der Wind auf einmal zurück. Letztes Mal ging er vor. Ist okay. Alter, vorher geht's noch mit einem Ass rein und ich bin so happy drauf und auf einmal zack. Auf einmal sagt das Spiel, nein, jetzt hattest du genug Glück. Jetzt muss es anders herrschen. Und damit quält es mich einfach. Ja. Ja, wieder ein Meter. Wo ist das ein Meter bitte? Also wir haben meine Beine ein... Okay, sind die 1 Meter lang, stimmt die? Aber bis zu meinem Knie ist niemals 1 Meter. Beziehungsweise, wieso ist mein Körper länger in dem Game als meine Beine? Wieso? Ich kenne mich da nicht aus. Physik ist nie was für mich. Okay, was hat das mit Physik zu tun eigentlich? Biologie ist es höchstens. Nein, ich rede jetzt nicht von Fächern. Ich habe Osterferien. Warum fange ich da an, über Fächer zu reden? Noch dazu über ein Fach, was ich gar nicht mehr habe in der Schule. Okay, ich werde es wieder haben, aber schaut drauf. Und was war das? Wie soll ich da durchschießen? Okay, außer die Scheibe fliegt jetzt zickzack. Das geht vielleicht. Nein, genau, sie prallt einfach ab vom Baum. Was kommt denn als nächstes oder was? Ja, genau. Genau, flieg durch. Ja, genau, flieg wie in den Flipper. Wie beim Flipper. Wenigstens ist die Scheiße jetzt nicht runtergefallen. Sonst wäre ich ausgezockt. Mir ist das egal, ich schieße jetzt so in den Bogen. Was sogar was bringt. Okay, gerade flippt die Disk ein bisschen aus. Und packt wieder normal. Wurf 6. Fliegt sie gerade. Ah, Wind dabei. Gut. Ist mal was Gutes. Immerhin. Den Rest machen wir jetzt mit der gelben. Wie viel Plus bringt denn das wieder? Und wieso bei 31 Yards? Wieso empfiehlt mir das scheiß Game da bitte die 90er? Obwohl der die 30er um einiges mehr bringt. Naja, also ja, das ist der Plan vom Spiel. Dass ich wieder mich aufreg, wenn ich 90er nehme. Also so dumm bin ich auch wieder nicht. Oh ne, 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 ne. Wie lange haben wir Aufnahmezeit? Nein! Es ist nicht normal. Das wievielte Loch ist denn das eigentlich? Steht das irgendwo? Warte mal. Steht irgendwo das Loch, das wir haben? Scheiß drauf, wir werden es nachher wissen. Alter. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so weit entfernt. Aber trotzdem mag mich das Spiel nicht. Wetten, die Scheiße fliegt jetzt da weg. Wetten, die fliegt im Fluss. 100 pro. 100 pro. Schaut, wo der Fluss ist und schaut, wo die Scheibe ist. Ich sag's doch. Jetzt geht die unter. Die Kacke geht einfach unter. Ja, aber jetzt land bitte mal drin, oder? Mach mir einen Gefallen. Im Luftraum war sie drin. Aber von mir aus. Für das, dass ich ein Asser... Ja, das war jetzt laut. Egal. Ich werde hier... Ja, ich werde hier zickig. Ich werde hier gerade zickig. Wo ist mein Snickers, wenn ich es brauche? Wo ist es? Wo ist Snicker? Wo ist es? Ich brauche es jetzt. Ich brauche es jetzt. Oh, habe ich ja meinen Katzen verfüttert? Nein, kann ich mir vorstellen. Die kriegen... Loch 17 war es jetzt, glaube ich. Was? Loch 17? Nein, Loch 16 glaube ich eher dann. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Egal. Ja, flieg im Baum. Tschüss. Tschüss. Schleich dich, du scheiß Disk. Halt dich wenigstens von der... Halt dich von der verfickten Zone daraus.
Alter, das regt mich. Halt dich mal von dieser verfickten Zone fern! Anstatt dass du absichtlich dazu dahin fliegst. Wetten? Ja, auch wenn der Wind darüber geht. Das macht die Scheibe doch mit Absicht. Da schon wieder! Als fliegt die nicht mit Absicht dahin! Jetzt sind wir bei Wurf 7 und nicht mal. Ja, genau. Tschüss. Ja, schleich dich. Schleich dich, du scheiß Disk. Flieg ruhig nochmal dahin. Ich weiß. Ich will nicht wissen, wer da hinten auf die Scheibe wartet, bitte. Etwa, wer werden bitte? Leonardo DiCaprio oder vielleicht? Keine Ahnung. Wer golft denn sehr gerne? Ja, flieg nochmal hin, oder? Ja, tschüss. Ja, ciao. Genau, wieder mal ein Millimeter. Wurf 11 und wir haben gar nichts erreicht. Ja, jetzt geht's, oder? Nein, nein, die entscheidet sich wieder um, oder? Na, endlich. Die Scheibe ist doch mal sozial. Ja, leck mich. Leck mich sowas von am Arsch. Plus 25. Ja, krieg ich gleich alle Niveaupunkte abgezogen für den Scheiß. Okay, zwei Löcher sind es glücklicherweise noch. Puh. Okay, ich hoffe, mein Mikro erholt sich heute noch. Sonst muss ich noch in die Operation bringen heute. Alter, es regt einfach auf. Wirklich, das ist die Qual. Ja, schleicht. Ja. Ja. Na, immerhin starte ich nicht von vorne wieder. Das ist ja immerhin schon mal was Gutes. Flieg rüber. What the? Okay, immerhin einmal hat man Glück. Es wäre jetzt traurig gewesen, wenn ich wieder runtergefallen wäre. Bitte flieg rein. Wetten, es ist... Okay, 10 Meter. Ich dachte, es wäre jetzt ganz nah wieder vorbei. Aber egal. So, jetzt ist sie drin. Double war... Wieso? Achso, weil sie einmal runtergefallen ist. Ja, ist ja logisch. Okay, die letzte Qual. Wenigstens, lass mich wenigstens unter plus 30 sein. Und ich sag auch noch, ich könnte einen Minus schaffen. Nein. Ich bin sowas von dermaßen am Arsch. Ja, ich schieß rüber. Das ist mir jetzt egal. Ich will heute nichts mehr hören, wirklich. Also, das ist halt traurig. Das ist einfach nur traurig, was hier heute passiert ist. Bitte lass mich jetzt wenigstens am Schluss noch einen Skill haben. Ich schieß darüber. Nicht. Fuck it. Wo landet die Scheiße? Im Wasser. Ist ja logisch. Ich reg mich, glaube ich, gar nicht mehr auf, weil immerhin sind wir da schon gewohnt, dass ich alles verhau. Lande jetzt wenigstens drüben auf der Kacke. Auf der Drucke! La 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 la. Ja, bleib auf der Ding, bleib auf der Ding, bleib auf der Ding. Nein, du sollst nicht weiterfliegen. Hörst du mich überhaupt? Scheiß Fotze. Puh, es regt mich einfach nur so auf. Ja. Du Fotzendisk! Ich hasse dich! Nein, jetzt reicht's. Ja, tschüss, tschüss. Ja, schleich dich, du scheiß Fotzendisk. Ich hasse dich. Ach. Alter, was ist das für ein Hurenrotz? Ich hasse ihn! Ja, der fliegt einfach mal direkt aus dem Bildschirm, oder was? Als nächstes kommt da hinten eine unsichtbare Wand, die mich von der Insel fernhält, oder was? Na, immerhin jetzt geht's, oder was? Genau, wo jetzt schon alles verloren ist, lässt er mich rüber. Das macht das Spiel doch mit Absicht. Nein, ich glaub's einfach nicht. Wie viel Lachflashes gibt es? Ich will's gar nicht wissen. So, plus 6, ja, ja. Endergebnis ist dann was? Hä? Ja, plus 33. 72 Schüsse hätte ich gebraucht und 105 sind's worden. Als wäre das nicht Mobbing! Nein. Nein. Einfach nur nein. Ich meine, Loch 11 an Ass. Gleich direkt danach kam 13 dazu. Obwohl ich 5 gebraucht hätte. Wieso tue ich mir sowas überhaupt an? Und was ist das Niveau jetzt? Ein neuer Rekord. Alter, also, wie schlecht war ich denn dann früher, bitte? Alter, ich will das nicht mehr. Plus 90! Na, immerhin eine Motivation.
Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, es kommt ein plus 200 irgendwas, aber ist gut, ja. Ich näher mich dem Meisterniveau. Für das, dass ich so scheiße hier war, bin ich schon ziemlich guter Meister. Ich glaub's nicht. Nein, also... So, wo ist mein Snickers? Wo ist mein Cola? Ich brauche das jetzt unbedingt. Ja, okay. Ich muss jetzt vorher mein Mikro noch checken, ob es ins Krankenhaus muss oder nicht. Ich gebe euch nächstes Mal Bescheid einfach, ob es ins Krankenhaus musste. Beziehungsweise, ob es operieren musste. Und ich weiß ganz genau, ich werde auf der Unfallambulanz sein, weil das war so ziemlich ein Unfaller hier. Alter. Aber nein, da höre ich ja vom Krankenhaus wieder, bitte komm jetzt zur Ambulanzzeit. Ja. Ich werde, wenn ich meinen Schädel jetzt abhacke, vor Wut, sagen sie auch, bitte kommen Sie zur Ambulanzzeit. 8 bis 10 Uhr. Was ist daran geil? Okay, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.